Ich habe AMD. Und damit willkommen zur ersten Folge Quizzes. So, wir starten mal direkt. Wir gehen direkt in Einzelspieler. Moment, erstmal Optionen. Ich habe hier, ach, nicht da, sondern da. Die Grafik steht jetzt eigen und so weiter, aber ich habe alles auf Maximum gemacht und da habe ich so eine Art Grafikpatch drauf gemacht, der das letzte aus Quizzes quasi rausholen soll. So, jetzt beginnen wir direkt neues Spiel und ich würde mal sagen, wir machen normal. Normal ist immer ganz okay. Sehr spektakulär. Quizzes. So, ich weiß noch damals, vor fast 10 Jahren, als das Spiel neu war, hatte die erste Ladezeit bei mir, glaube ich, fast 5 Minuten gedauert und jetzt sind wir schon fast fertig. Damals hatte ich nur 30 FPS bei niedrigsten Einstellungen und jetzt habe ich extra noch eine Grafikmatte installiert. Und ich habe noch, mal gucken, 90 bis, okay, jetzt ist es noch Schwarzbild. Hier spricht Dr. Helena Rosendahl vom IAS-Forschungsteam auf den Ling-Shan-Inseln. Die Koreaner haben die Kontrolle übernommen. Sie treiben draußen Zivilisten zusammen. Wir haben etwas gefunden. Im Fels. Diese Entdeckung könnte die Zukunft des Planeten verändern. Die Koreaner wissen nicht, womit sie es zu tun haben. Mutter, Hände hinter den Kopf! Bitte! Sieben Tage später. Sky Chief, sind auf 25, Kurs Ost. Unser Radar ist gestört. Da braut sich ein Gewitter zusammen. Negativ, Sky Chief. Kein Unwetter in der Nähe und klarer Himmel. Over. Roger, Zentrale. War wohl eine Fehlfunktion. Geschätzte Ankunft in 3 Minuten. Hey Nomad, gibt's dich auch noch, Mann? Okay, meine Herren, der Geheimdienst hat auf der Insel starke Truppenverbände lokalisiert. Sie rechnen nicht mit uns, das sollten wir ausnutzen. Die Koreaner dürfen nicht merken, dass wir hier sind. Die werden nicht mal merken, was los ist. Mann, Psycho! Was soll das? Das hier ist eine verdeckte Operation.
Wir haben hier nur einen Evakuierungsbefehl. Wir sind nicht im Krieg. Noch nicht. Was? Prophet, wissen wir, ob diese Leute überhaupt noch leben? Genau das sollen wir rausfinden. Der Kontakt zu Dr. Rosendahl ist abgebrochen, als Nordkorea die Insel abgeriegelt hat. Das war vor einer Woche. Vor zwei Tagen haben wir das Notsignal eines Rettungsbootes aufgefangen. Irgendjemand da unten will gefunden werden. Raptor Team, wir nähern uns jetzt dem Ziel. Bereit machen zum Absprung. Alles klar, einklinken, Masken auf. Wenn wir draußen sind, hört alles auf mein Kommando. Seid vorsichtig. Grün in 5, 4, 3, 2, 1. Los, los, los! Upsala. Wir sehen uns dann unten. Meine Maus ist da unten. 90 FPS habe ich. Ist uns J-Sock neuerdings Archäologen suchen? Das wird ein Spaziergang. Ich habe von diesem Typen gehört. Er muss was entdeckt haben, was das alles hier rechtfertigt. Von mir aus? Ich wette 50 Mäuse, dass wir nicht wegen diesem Rosendahl hier sind. Achtung, Team, bereit machen. Wir kriegen nicht viele Informationen. Das Headquarter wird auf die USS Constitution verlegt. Bis dahin müssen wir improvisieren. Schirme öffnen auf mein Kommando. Los! Was zum Teufel? Seht ihr das? Robert hat's erwischt. Er hat seinen Schirm verloren. Er ist weg. Mein verdammter Schirm ist weg. Ich habe keinen Reserveschirm mehr. Reißen Sie sich zusammen. Sie sind über Wasser. Ihr Anzug absorbiert den Aufprall. Energiekritisch. Nomad, wie ist Ihr Status? Ich bin okay, aber mein Herd ist gestört. Was zum Teufel war das? Keine Ahnung, aber Sie haben die Landezone verpasst. Kommen Sie zum Strand. Bin unterwegs. So. Hat jemand die Landezone getroffen? Wo zum Teufel stecken Sie alle? Kommen! Hier, Psycho. Bin gelandet und unterwegs. Chester am Boden. Rücke jetzt zur Landezone vor. Aztec, ich hab Sie nicht auf dem Radar. Bitte kommen. Aztec, bitte kommen. Shit. Prophet, ich bin jetzt am Strand. Sie sind ziemlich hart aufgeschlagen. Einige Funktionen Ihres Anzugs sind ausgefallen. Ich check das mal. Ihr Videosignal ist gestört. Ich versuche es neu zu kalibrieren. Energiekritisch. Alles klar, Ihr Anzug ist... Ups. Lol. Okay, Sie sind wieder online. Immer noch kein Zeichen von Aztec. Nomad, stoßen Sie mit Chester zu Aztecs Position vor. Prüfen Sie die Einsatzzielanzeige. Da, Einsatz. Lebt die noch? Oh, ich habe ihn getötet. Nein. So, 100 FPS. Leider muss ich das Spiel im Fenstermodus spielen. Weil sonst hätte ich nur 50 Hertz und das ist unspielbar für mich. Aber ihr seht vom Fenstermodus kein bisschen was. Also ihr habt ganz normal Vollbild. Gut, ja. Hier kriege ich ihn mal drunter. Y kann man hinlegen, okay. F kann man Objekte nehmen. Oh, mein Handy vibriert. Nicht beachten. Benutzen Sie Ihren Schalldämpfer. Waffe modifizieren. Schalldämpfer. Machen wir einfach alles drauf. Was geht? Aufpassen, Nomad. Feindkontakt auf 12 Uhr. Tot ist er. Ich frag mich gerade, ob ich noch zusätzlich zumindest zweifach Kantenglättung reinmachen kann. Ja, passt locker. Bin ich immer noch über 60 FPS. Dann noch Feinde. So, mit mittlerer Maustaste kann man hier noch zusätzliche Features, sage ich mal, aktivieren vom Anzug. Zum Beispiel Tarnfeld. Aktiviert. Kann man so schön so ausmoven. Kann man den hier machen? Okay, ich hätte lieber maximale Panzerung machen müssen. Ich nehme mal zusätzlich deren Waffe mit. Hat er meine Waffe nicht weggeworfen? Gut.
Wegen der Munition. So. Ja, ich leuchte. So. Gehen wir weiter. Wir können. Hier ist Estek. Hören Sie mich? Klar und deutlich. Sieht's aus. Mich hat auf dem Weg nach unten irgendwas erwischt. Ich hänge in den Bäumen fest. Okay, Estek, halten Sie durch. Hilfe ist unterwegs. Hilfe ist unterwegs. Energie kritisch. Nomad, hier oben. Komm schon, wir müssen zu Estek. Jawohl. Wir gehen zu Estek. Prophet, ich bin hier nicht allein. Was ist los, Estek? KVA-Patrouille, 4 Mann. Haben die sie gesehen? Negativ, aber sie kommen näher. Moment, da ist etwas. Estek, was ist da los? Adresse Santissima. Estek, Lagebericht, jetzt! Der Herr ist mein Hirte! Der Herr ist mein Hirte! Der Herr ist mein Hirte! Prophet, hilf mir! Nomad, Chester, helfen Sie ihm! Schnell! Los, los! Ja, bevor wir helfen. Ja, hier, bevor es Minecraft gab, konnte man schon hier mit der Fäusten Bäume abholzen. Maximale Panzerung. So, mach mal. Maximale Speed. Oh! Energiekritisch. Bleib lieber im Panzermodus, Nomad. Du weißt maximale nie, wann wir Panzerung. Verdammt! Was ist das? Tarnfeld aktiviert. Bitte, Taschenlampe ist, glaube ich, kacke. Maximale Panzerung. Was ist da im Wald? Etwas Gruseliges. Mann, was zum Teufel war denn hier los? Hörst du das? Mir gefällt das nicht, Mann. Wach! Verdammter Mist! Chester, bitte kommen! Was ist mit Aztec? Er ist tot, Boss. Verdammt! Was zum Teufel ist da draußen los? Keine Ahnung. Aber ich fürchte, wir sind nicht allein hier. Was ist da los? KVA? Negativ, Sir. Hier liegen 4 Koreaner, aber Aztec kann sie unmöglich getötet haben. Diese Typen hat was anderes umgebracht. Die sind übel zugerichtet. Okay. Erweisen Sie ihm die letzte Ehre und gehen Sie weiter. Wir treffen uns in der Landezone. Was ist mit Aztec, Sir? Sollen wir ihn einfach hier lassen? Negativ. Ich regel das. Wir dürfen nicht zulassen, dass ein Anzug den Koreanern in die Hände fällt. Treten Sie zurück. Verdammt, daran werde ich mich nie gewöhnen. Adios, amigo. Weiter geht's. Chester, Sie nehmen seine Ausrüstung und verwischen unsere Spuren. Nomad, zur Landezone. Verstanden, Boss. Bin unterwegs, Prophet. Was zum Teufel war das? Maximale Stärke. Da vorne bewegt sich was. Umschalten auf Tarnmodus. Tarnfeld aktiviert. KVA-Patrouille, kümmern Sie sich darum. Aber energiekritisch. Die labern. Maximale Panzerung. Oh, ich habe einen Baum da hinten umgeholzt. Hat er keine Munition bei sich gehabt? Nur 2? Langweilig. War er nicht mehr? Wird langsam hell. Nomad, ich habe den JSOC-Satelliten verloren. Unsere taktischen Systeme sind ausgefallen. Die KVA muss irgendwo in der Nähe einen Störsender betreiben.
bleiben. Finden Sie ihn und schalten Sie ihn ab. Roger, Prophet. Bin unterwegs. Kontrollpunkt erreicht. Wir haben am Strand KVA-Patrouillen geortet. Benutzen Sie Ihr Fernglas, bevor Sie denen in die Arme laufen. Da ist eine große Sendeanlage. Das muss der Störsender sein. Gut. Würde ich mal sagen, die erste Folge ist ein bisschen kürzer. Aber ein bisschen kürzer, wir haben schon 16,5 Minuten. Ich würde mal sagen, ihr könnt oben links auf Abonnieren klicken. Rechts habt ihr zwei Videos zur Auswahl. Und wir sind dann bei der nächsten Folge wieder dabei. Ne? Bis dahin, ciao!